Die meisten Menschen wählen im Notfall 112. Doch nach Angaben der Feuerwehr sind rund 20% der Anrufe unter 112 keine Notfälle. Um die Rettungsdienste zu entlasten, wurde heute eine Aufklärungskampagne zu den Notfallrufnummern 116, 117 und 112 gestartet. Jeder soll die bestmögliche Versorgung in dem Moment bekommen. Das ist aber nicht immer die 112, die ist eigentlich für lebensbedrohliche Notsituationen vorgesehen. Sondern häufig, wenn es nur schnell gehen soll und die Praxis zu ist, ist es auch die 116, 117. Grundsätzlich gilt folgende Faustregel. Die Praxis ist zu, du kannst nicht mehr warten. Ruf die 116, 117 an. Eine lebensgefährliche Situation. Ruf die 112 an. Die richtige Nummer im richtigen Moment wählen und die 116, 117 bekannter zu machen, das sind die Ziele der Kampagne. Patienten mit akuten Beschwerden sollen künftig dann weit seltener in der Notaufnahme eines Krankenhauses behandelt werden. Rund 300.000 Anrufe gehen pro Jahr bei der Rettungsleitstelle der Feuerwehr ein. Wir haben halt ein automatisiertes Abfragesystem. Da werden die Patienten und Patientinnen eben befragt, was für Symptome sie haben. Und demnach wird halt auch entschieden, wird jetzt ein Rettungswagen dahingeschickt, wird ein Rettungswagen und ein Notarzt-Einsatzfahrzeug dahingeschickt. Oder aber gibt es auch einen Verweis an den Hausarzt oder eben auch an die Kassenärztliche Vereinigung. Die ambulanten und stationären Rettungssysteme sollen besser verzahnt werden. Die Feuerwehr hat die Möglichkeit, uns auch einen Anrufer tatsächlich telefonisch zu übergeben. Genauso wie wir die Möglichkeit haben, als 116, 117 dann auch Anrufer an die 112 zu übergeben, telefonisch. Über 400 Plakate in der Stadt, Video- und Radiospots sollen dazu beitragen, dass die Verlässlichkeit der Notfallversorgung verbessert wird.